Hallo und herzlich willkommen zu Espada Bricks. Diese Woche sind wir wieder in der City und die City hat ja verschiedene Unterthemen und eins davon sind die Feuerwehrmenschen und hier haben wir die 6525. 1995 ist das Set erschienen, hat 46 Teile. Ja, 1995, das war so gegen Ende meiner Lego-Zeit, würde ich sagen. Da war ich so ungefähr 10, 11. Irgendwann kam dann der Nintendo 64, dann war das leider vorbei mit Lego, aber der hat schon ein interessantes Gesicht, das Gesicht ist schon interessant bedruckt und ist eigentlich sonst ein kleiner netter Feuerwehrwagen. Und was das genau an sich beinhaltet, das schauen wir uns gleich an auf dem Bautisch. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon auf unserem Bautisch. Und wenn ich jetzt hier die Tüte einmal entleere, wird euch etwas schon direkt ins Auge springen, nämlich eine fast nigelnagelneue Anleitung. Das zeugt davon, dass dieses Set nicht häufig gebaut wurde, beziehungsweise dass diese Anleitung kein Kleinkind mehr überleben musste. So, hier haben wir einen wunderschönen Feuerwehrwagen. Hier haben wir eine wunderschöne Ecke erstmal. Ja, finde ich super. Deswegen, an meine Anleitung sind die noch halt dran geblieben. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare, ob ihr früher diese Ecken abgeschnitten habt. Das würde mich mal interessieren. Ich verstehe es nicht. So, was ich verstehen kann, ist, dass man diesen Helm eigentlich nicht ändern muss. Also die Kopfbedeckung, ja, der Feuerwehrhelm, quasi wie früher. Ich kenne das auch so aus den Sets Anfang der 90er, da hat sich nicht viel geändert. Geändert hat sich der Kopf, der hat ein Loch und hat eine interessante Bedruckung, ja, Augenbrauen und einen Schnäuzer, wie es für einen Feuerwehrmenschen gehört. Und einen schönen Print-Torso, Vorderseite, Rückseite brauche ich nicht gucken. Gab es früher noch nicht. Ja, schicke Figur. So, dann fangen wir mal mit dem Bau an. Hier gibt es an sich nur ein paar interessante Drucke. Und gleich kommen wir noch zu kleinen Highlights an Teilen, die ich selber sehr cool finde, weil sie nochmal so ein bisschen sich abheben von den älteren Sets. Nämlich die neuen Aufnahmen für die Räder. Also Räder kennt ihr, ne? Gleiche Aufnahme. Rad, Loch und Klick. Aber hier sitzt die Aufnahme tiefer. Ja, es ist irgendwie so ein paar Millimeterchen tiefer. Das heißt quasi, wenn man es jetzt ansetzt, sitzt das Auto auch ein bisschen tiefer. Ist interessant, vorne und hinten gleich. Also hier ist kein Abfallen, kein Gefälle im Auto. Das Einzige, was hier ist, ist Dreck an den Rädern. Also die sauber zu machen, ja, die müssen mal in die Waschmaschine. Hilft alle nichts. So. Fährt besser als der von letzte Woche, der sich gar nicht bewegte, der Weltraummensch, aber das lag vielleicht auch, weil der aus den 80ern war, der war ein bisschen behäbiger. Ich habe jetzt hier, wo ich sie gerade dran setze, die C-Clamps, zu Hause habe ich zu wenig von den roten C-Clamps, da musste ich auf Bricklink mir noch ein paar nachbestellen, damit ich meine alten Sets komplettiere. Schade eigentlich, ich hatte gehofft, dass ich da drum wegkomme, aber ja, leider nicht so. Kann ich ja auch noch mal irgendwie irgendwann mich zu äußern, wenn es soweit ist, welche Teile ich wo noch nachkaufen musste. Zum Glück nur ein paar Centbeträge, also nichts super teures dabei. Gott sei Dank. Das hätte mich so ein bisschen dann auch geärgert. Also viele so C-Clamps oder weiße, durchsichtige, gibt die auch in weiß, quasi transparenten, die fehlten mir. Sowas zum Beispiel. So, jetzt hängen wir hier mal die Feuerwehrflasche in gelb, ja. Wir fragen uns nicht, was da normalerweise drin ist, wenn es gelb ist. Aber es ist eine Feuerwehrflasche. Und auf der anderen Seite kommt hier eine wunderschöne Teleskopstange, sage ich mal. Ja, womit man ja, funken kann. Das Problem ist, es gibt hier kein Funkgerät bei. Aber das Ding ist zumindest nicht verbogen. Ich habe ganz viele von denen, die leider auch verbogen sind, beziehungsweise von M-Tron, die sind dann in einem Neongrün und sind leider dann sehr, sehr verbogen teilweise. Jetzt kommt hier ein Aufkleber, der aber noch drauf ist. Ja, da seht ihr den. Der ist aber noch drauf. Der Stein ist sonst dreckig, aber der Aufkleber ist noch drauf. Freut mich. Ja, setze ich auch gleich mal hier drauf. Das ist ein bisschen blöd, jetzt setzt man den hinten drauf und sieht das Aufkleber gar nicht, weil man jetzt das andere davor hat. Ja, that's life.
So, und hier fangen wir schön an, von hinten nach vorne zu bauen. Hier wird sogar noch gezeigt, zweimal hier die dran setzen, bitte. Da sind wir schon auf der Rückseite. Jetzt kommen hier, das waren damals auch neue Teile, so wenn ich mich erinnere, richtig erinnere. Die waren quasi so rechtwinklig ausgeschabt. Ja, da fehlt hier einfach ganz viel in der Mitte. Was aber ganz nett war für so beladene Flächen, wie wir es jetzt hier haben, kann man das nämlich einfach so andeuten, als ob hier quasi eine beladene Fläche ist. So, die wird nämlich auch gleich gefüllt. Hier auch wieder ein Sitz in Grau, das alte Grau, kein Light Bluish Gray, genau wie das Lenkrad. Auch in normalem Grau. Dann etwas, was ich heute irgendwie gar nicht mehr sehe bei Lego Sets und ich weiß nicht warum. Türen. Warum gibt es eigentlich heutzutage keine Türen mehr? Die sind nämlich, dass sie später mit Druck quasi gehalten werden, kann man sie öffnen und wieder schließen. Wo sind die Türen? Hashtag, wo sind die Türen, Lego? Ja, ich habe zumindest lange keine mehr gesehen. Jetzt haben wir hinten dieses Gitter, was wir draufsetzen, dass nichts rausfällt, denn wir haben hier coole Accessoires. Ich zeige euch gleich, wie die an der Minifigur aussehen. Wir haben einmal Sauerstoffflasche und wir haben einmal einen Schutz. Ja, und wenn man beides zusammen dran setzt, dann ist der Feuerwehrmann auch in Action. Hier das Teil habe ich gar nicht auseinandergebaut. Das setzen wir gleich hinten drauf. Jetzt fehlt vorne nur noch diese schöne Konstruktion, die hier so ausgeschabt ist für die Räder. Aber auch hier leider wieder, ihr seht es, Aufkleber, Aufkleber, Aufkleber. Auch schön schief, ja, was man als Kind nicht alles so klebt. Kommt hier drauf. Leicht zerkratzt leider die, aber ist auch eine der besseren, die ich habe. Einmal draufsetzen. Ah, so draufgehen. So, fertig ist der kleine Wagen. Ja, ich weiß, wenn es regnet, ist blöd, wird nass. Aber mit Wasser kennt er sich ja zumindest aus. So, hört ihr das? Er sitzt noch fest, der Kopf. Jetzt kann man das hier nämlich so schön draufsetzen. Also einmal das Sauerstoff. Für den Sauerstoff. Und jetzt kommt das Coole. Hier hinten ist hier eine Aussparung. Und hier kann man das draufsetzen. Das heißt, man setzt das jetzt hier ineinander. Und voilà, dann sitzt das fest. Jetzt können wir ihn hier wieder reinsetzen, den Kopf. Setzen ihm noch die Haube wieder auf. Und jetzt haben wir einen komplett feuerresistenten Feuerwehrmann, der quasi, also sein Gesicht nur schützt, der Bart. Der Bart muss geschützt werden. Kann sich jetzt hier hinten seine Flasche nehmen und damit quasi den nächsten Großbrand aufhalten. Ja, das ist das Set. Schick, klein. Es gab halt immer wieder, oder das gibt es wahrscheinlich heute genauso. Ich bin durch den aktuellen Katalog auch gar nicht mehr firm. Kleinere Sets zu den Feuerwehrmenschen, wo einfach ein kleiner, so ein kleiner, könnte sagen, hier, das ist der Chef quasi, der durch die Gegend fährt. Und der sich in seinen Wagen regnen lässt. Ja, das war dann dieses wunderbare kleine Set. Aus dem Jahr 1995. Den legen wir mal hin, dass er mal ein bisschen die Kamera gucken kann. In dem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche und da seid mal gespannt, was es dann gibt. Tschüss!